Geht's ab! Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich bin soeben gerade nach Hause gekommen, direkt nach meiner Abmoderation des Vlog 9 meiner Oldschool-Diät. Wie der aufmerksame Zuschauer weiß, habe ich die Oldschool-Diät offiziell als beendet verkündet. Warum genau, werdet ihr im Laufe der Zeit erfahren. Ich bin jetzt erstmal zu Hause. Ich war einkaufen, da heute ist verkaufsoffener Sonntag, wie geil. Und ich habe mir immer die Frage gestellt und auch dich gefragt, wenn ich jetzt etwas essen dürfte, was würde es sein? Reiswaffeln. Genau, ganz genau. In diesem Fall habe ich jetzt keine Erdnussbutter gekauft, sondern... wo ist es? Mach ich einmal noch die Schoki-Reiswaffel zum Knabbern. Schau mal hier. Mandelcreme mit Bourbon-Vanille. Aber zur Not haben wir ja noch Erdnussbutter da, ne? Oh, der Kühlschrank ist prall gefüllt mit Fit-Taste-Essen, worauf ich nach wie vor zurückgreifen werde. Für die Woche ist sowieso noch Reis und Hühnchen da, also werde ich genau dasselbe essen. Jetzt mache ich mir erstmal meinen Quark. Bist du eigentlich überrascht, Schatz? Du hast mir im Gesicht angesehen, dass irgendwas anders ist, ne? Ich kenne dich einfach zu gut und wusste, okay, jetzt stimmt irgendwas nicht. Erst habe ich überlegt, spreche ich ihn darauf an, frage ich oder frage ich nicht. Aber ich habe dich gefragt und... Ja, es sind mehrere Sachen. Wie ja schon angekündigt, ich glaube primär habe ich keinen Bock mehr, eine Zicke und ein Arsch zu sein. Gerade in einer Beziehung mit Menschen, die man sehr, sehr gerne hat. Und dann habe ich im Personal Training, ich habe denjenigen nicht mal erkannt. So, ne? Also, das Ding ist einfach folgendes. Ich sehe nicht mehr ein, die schlechte Variante von mir selbst zu sein, wenn es dann doch nicht zu einem Wettkampf, also wenn es nichts bringt, in Anführungsstrichen. Ich habe erst gedacht, ja, Wettkampf ist mir gar nicht mehr so wichtig. Das glaubte ich wirklich. Und natürlich, die Community steht erstmal an erster Stelle. Aber wenn du dich jahrelang auf Wettkämpfe vorbereitest und dann auf einmal hörst, der Wettkampf findet nicht statt, das war jetzt echt eine harte Nummer, ne? Und irgendwie habe ich es noch gar nicht realisiert. Und ich muss mich immer noch damit abfinden, dass ich keinen Wettkampf machen werde. Das muss ich erstmal in meinen Kopf kriegen. Das fühlt sich fast ein bisschen an, als wäre man gescheitert. Ja, da muss ich erstmal ein paar Tage sacken lassen. Dieser Gedanke wird dich die nächsten Tage auf jeden Fall noch begleiten, so wie ich dich kenne. Ja, mit Sicherheit. Und ja. Wir haben einfach zu viel Programm, zu viel zu tun, zu viele Projekte, die jetzt demnächst folgen. Da geht einiges, Leute, einiges. Und halbes Kilo oder Kilo? Lieber ein Kilo anstatt irgendeinen anderen Scheiß, ne? Lieber ein Kilo Quark anstatt. Ja. Also Schatz, es tut mir leid, wenn ich eklig zu dir war. Ich gelobe Besserung. Falls es da draußen Klienten gibt, die das gucken und mich irgendwie negativ im Training wahrgenommen haben sollten, dann entschuldige ich mich auch bei euch. Aber ich glaube, es war im Rahmen. So viel Professionalität habe ich schon an den Tag gebracht. Man hätte zum Beispiel auch mehr Cardio machen können, müssen höchstwahrscheinlich, oder sich im Alltag mehr bewegen müssen. Ich glaube, dass auch das einer der Gründe war, warum ich nicht so schnell vorbekomme. Ich glaube, es ist einfach auch viel zu viel zu tun. Das ist einfach so. Ja, andere Sachen. Dieses guck mal. Man war einfach nicht fokussiert genug. Letztes Jahr hatte ich meine dicken Gruppen noch. Ich bin viermal unterwegs gewesen. Ich hatte zwei Klienten aushäusig. Das habe ich jetzt ja auch nicht mehr. Habe ich da? Quark im Bad, ne? Quark im Bad. Ja, wie auch immer, lass uns erstmal essen. Den Rest besprechen wir gleich. Johannes, das Krümelmonster ist wieder aktiv. Okay. Ab sofort werde ich auch ein bisschen mehr rumkrümeln wieder. Ich gönne mir hier. Knack. Schmeckt echt gut. So Leute, hier ist Vanillegeschmack drin. Sieht man zwar nicht. Und jetzt das Ganze draufschmieren. Genau, oh, das haben wir uns verdient. Genau. Film ab. So, meine Lieben, wir drehen das Ganze jetzt noch einmal, weil ich hatte eben nicht auf Aufnahme gedrückt. Jetzt muss ich das alles nochmal sagen. Bitte, was du eben gesagt hast, nochmal alles sagen, aber in Kurzfassung. Großes Kino. Also, ich keine Lust mehr habe jetzt hier. Ich habe zwei Packungen Reiswaffeln. Plus zwei Packungen Quark, das ist ein Kilo Quark und 200 Gramm Reiswaffeln. Das komplette Glas Mandelmus, was im Übrigen richtig lecker war. Und noch ein Drittel Glas Erdnussbutter. Und den Riegel, zeig her. Oh ja, warte, hier. Den Best Body Riegel, den Crunchy Riegel. Auch bekannt aus der letzten Oldschool Diet. Mhm. Schmeckt eigentlich wie ein Snickers, bloß noch. Nein, schmeckt wie ein gesunder Lion. Ah, wie ein Lion. Du hast völlig recht, stimmt. Mhm. Link mache ich unten in die Beschreibung.
Morgen früh sehen wir uns wieder. Ich werde morgen mal meinen Körper anschauen. Das sehen Sie doch da. Oder eine Sichtung. Ja, stimmt, alles klar. Okay. Gute Nacht, Leute, gute Nacht. Guten Morgen, Sportsfreunde. Wir haben ausgeschlafen. Sogar du hast bis um 10 geschlafen. Ja. Wahnsinn, Leute. Ich war allerdings noch bis um 1 wach und habe eure Kommentare bei YouTube beantwortet. Und jetzt gehen wir erstmal eine ausgiebige Runde mit unserer süßen Emma. Und danach machen wir einen kleinen Formcheck. Dann zeige ich euch mal meine Kiste. Dann wollen wir mal sehen, wie die heute früh aussieht. Das Essen ist alles vorbereitet. Es gibt Haferflockenkuchen. Obwohl ich ja nicht versprochen habe, einen Wettkampf zu machen, so scheint es bei mir unterschwellig meine intrinsische Motivation gewesen zu sein. Und deswegen bin ich natürlich auch ein bisschen traurig, dass es nicht geklappt hat. Ne? Ernährung mache ich prinzipiell genauso weiter. Wir müssen uns mal mit Fittest unterhalten und mit meiner Frau, die wir jetzt nämlich auch wieder andere Mahlzeiten von Fittest mal essen können, wie zum Beispiel auch die China-Nudeln mit Scampis oder so. Ne? Ich werde mein Hühnchen bestellen. Wir werden Haferflockenkuchen essen nach wie vor, wenn meine Frau noch so lieb ist und mir den macht. Und jetzt mal wieder ein paar mehr positive Vibes am Start haben, Leute. Gewogen habe ich mich auch. Gewicht 124,9. Ist ordentlich was weggegangen, muss man echt sagen. Habe ich jetzt so optisch nicht wahrnehmen können. Also ich fand jetzt nicht, dass der extrem viel dünner aussah. Manchmal schon irgendwie im Training. Aber das ist ja schon ordentlich. Da haben wir auf jeden Fall erstmal eine Hausnummer. Und Richtung 130 soll es dann und wird es dann letzten Endes auch wieder gehen. So, jetzt machen wir erstmal den finalen Formcheck und schauen mal, was insgesamt dabei rausgekommen ist. Von vorne die Beine definitiv schnittiger, auch der Bauch ist tiefer. Ich finde, die Linie wirkt insgesamt wesentlich besser. Klar, die Muskeln zeichnen sich besser ab, wirken etwas plastischer. Auch die Separation zwischen Schultern und Arm oder der Arm insgesamt. Der Rücken ist auch besser geworden, aber man sieht deutlich, das ist meine Problemzone. Da muss man richtig hart arbeiten am Ende, um da wirklich die letzten Reserven zu verbrennen. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Natürlich nicht, was den Wettkampf anbelangt, aber es ist einiges passiert und da werden wir jetzt dran anknüpfen. Freunde, der Hustle ist real, sagt man doch heutzutage so schön. Ich bereite gerade ein neues Trainingsvideo vor, denn demnächst kommt ja meine Trainingsreihe raus, for free. Da wisst ihr genau, wie ich trainiert habe, wie ihr in Zukunft trainieren sollt. Und das Training ist natürlich sowohl für den Aufbau als auch für die Definition geeignet. Ich werde jetzt genauso weiter trainieren, wie ich es in der Oldschool Diet getan habe, bloß dass ich ein bisschen mehr esse. Ne? Du bist ja auch schon wieder fleißig, ja? Hier, zack. Ich kümmere mich gerade um das Paket für meine zwei Gewinner von dem Snapchat-Gewinnspiel. Ja. Ein veganes Gewinnspiel und ja. Meine Frau hat ein Snapchat-Gewinnspiel gemacht, die Resonanz war brutal, oh, hätte ich niemals gedacht. Und jetzt gehen die Geschenke raus, ja? Was gab es denn zu gewinnen? Ein kleines veganes Überraschungspaket. Vegan. So, ich bin mit meiner Frau beim Training und mache erstmal Bankdrücken, das heißt die Übung. Wollen noch mal sehen, inwiefern sich das mehr an Kalorien und an Kohlenhydraten vor allen Dingen auf meine Kraft auswirkt. Ich bin mega motiviert, 160 ging leicht, jetzt gehen wir auf 170. Ich hätte mir noch 6 gewünscht. Obwohl ich bin noch mit 5 zufrieden, ist alles cool. Wartet mal ab, in den nächsten Wochen geht's los. Geht's ab! So ein übertriebener Pump kommt noch nicht, aber es verändert sich auf jeden Fall von Satz zu Satz, ja. So, Sportsfreunde, wir haben es geschafft. Meine Frau war richtig fleißig, die hat voll Gas gegeben. Wir haben noch Kniebeuge gemacht mit ihren geilen Powerlifting-Shoes. Wenn ich jetzt aber sage, ich mache einen Link unten in die Beschreibung, dann kotzt die richtig ab, weil nachher alle ihre Schuhe tragen. Wir können ja mal nachhaken, mal gucken, ob es genehmigt. Ich trinke jetzt erstmal mein W-Amino. Mein Hydrolysat mit vielen Aminosäuren drin, um auf Nummer sicher zu gehen. Prösterchen. Training hat richtig Spaß gemacht, fühlt sich irgendwie befreiter an. Ich muss jetzt an das Volumen von der Diät anknüpfen. Wenn ich mich überhaupt noch verbessern will. Das ist meine einzige Chance. Aber so ist das. Je fortgeschrittener man ist, desto mehr muss man trainieren. So, ich bin zu Hause und bei mir verändert sich nicht viel. Ihr seht, ich habe noch das Trainingsshirt an und
hau mir gleich erstmal meine lecker Hühnchenreismahlzeit rein. Ich glaube, das Einzige, was sich ändert, ist, dass ich nicht mehr jedes Reiskorn extra rauspule. Ich muss es schnell essen, duschen und dann weiter zum Personal Training. Ich bin mit dem Personal Training fertig und ich habe die ganze Zeit so einen krassen Bauchhunger. Mein Magen schreit nach Nahrung. Trotz des, nimm mal es ruhig, Cheats gestern Abend. Wahnsinn. Ich glaube, so einen Hunger habe ich die ganze Diät über nicht gehabt. Ja, aber vor allem Bauchhunger. Also, ich würde sagen, Stoffwechsel rennt bei mir. Es ist Dienstagnachmittag, ich bin gerade mit dem Personal Training fertig. Ich habe gestern Abend einen interessanten Kommentar auf YouTube gelesen. Und zwar schlug einer vor, einfach jetzt noch mal Masse zu machen und dann im Frühjahr zu starten. Es gibt nämlich eine Frühjahrs- und eine Herbstsaison, bei der man im Bodybuilding starten kann. Und was soll ich euch sagen? Es ist nicht so, als wäre mir der Gedanke nicht gekommen. Ich würde gerne einfach im Frühjahr weiter daran anknüpfen und Vollgas geben. Aber ich habe dem Benny, also dem Smart Gains und dem Görki schon versprochen, dass ich sie betreue. Auf deren ersten Wettkampf. Ne? Wenn das jetzt beides Routiniers gewesen wären, hätte ich gesagt, okay, dann komm, wir machen das zusammen. Und ich sag mal ehrlich, wer von euch hätte nicht Bock auf die Story? Benny Smart Gains gegen mich auf der Bühne, weil der würde höchstwahrscheinlich in derselben Klasse stehen. Also das ist schon krass, das wäre eine geile Nummer. Aber ich will einfach als Trainer zu 100% für den Athleten da sein. Ihr wisst selber, ihr kennt mich auch in der Diät. Man ist sehr mit sich selber beschäftigt. Da kannst du nicht mal eben schnell dich noch um andere Leute groß kümmern. Da bist du froh, wenn du dich um dich selber gekümmert bekommst, ja. Da will ich dann einfach der beste Trainer sein, der ich sein kann. Fertig. So Leute, ich mache mich jetzt auf zum Beintraining. Heute ist vorher wieder Kreuzheben schwer dran, relativ. Und danach Leichtbeine 10x10. Aber mehr dazu erfahrt ihr ja sowieso in der kommenden Trainingsplanserie. Und ich muss echt sagen, ich hätte haufenweise noch Zeug erledigen können am Rechner. Aber man muss jetzt echt aufpassen, dass sich die Prioritäten nicht verschieben und man trotzdem am Ball bleibt und nicht sagt, ja, man kann das noch arbeiten. Ich habe das Glück, ich bin selbstständig und kann mir das selber einteilen. Geschwindigkeit, einen guten Start und maximale Beschleunigung bis zur Hüfte. Eins muss ich euch noch mitteilen, jetzt wo das Ziel weg ist, das Unmittelbare, ist es fast noch schwieriger zu verzichten. Ja, gerade wenn die ganze Bude voller Fresserei ist oder die Frau neben einem ihre Brötchen isst, da muss man sich fast noch mehr disziplinieren, als es vorher der Fall war. It's a challenge! Bei der Kniebeuge merkt man auf jeden Fall noch das letzte Training mit dem Benny. Da haben wir richtig schwer gebolzt. Mit Ketten. Hinten gebeugt. Vorne gebeugt. Und nochmal hinten gebeugt. Das macht sich dann schon bemerkbar. Das Video müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Sollte schon online sein, mache ich jetzt hier rechts oben eine Infokarte rein. Viele von euch haben mich in letzter Zeit gefragt, warum gehst du in dieses Studio, Johannes? Warum? Weil ich mich hier nicht selbst bescheißen kann. Hier gibt es eine Hantel, Kniebeugeständer, fertig, keine Beinpresse, wo ich ausweichen kann, mich selbst betrügen. Da ist die Hantel, hier wird gebeugt, ganz einfach. Und nur so lernt man die Übung richtig auszuführen. So, Sportsfreunde, wir haben das Training hinter uns gebracht, ich habe mich noch ein bisschen mobilisiert. Ich hatte so einen Ultra-Pump, muss ich danach immer noch wieder ein bisschen mobilisieren, weil ich sonst einfach zu steif werde. Was ist das Fazit dieses Trainings? Tragt keine langen Baumwollhosen beim Beintraining. Bist du bereit? Guten Morgen, meine Lieben, so wie ich es immer so schön sage. Schaut mal, ich tune meinen Haferflockenkuchen mit etwas mit Joghurt und mit dieser leckeren Erdbeersoße, so wie du es schon die ganze Zeit gemacht hast. Lass es mir schmecken. Schatz, ich habe eben gerade den Vlog vollendet, Musik raufgepackt und so. Du bist so süß. ihr könnt sie leider nicht sehen, deswegen weiß ich nicht, warum ich lache. Und ich war ganz schön emotional, ja. Also ich glaube, es werden noch ein paar Wochen vergehen, bis ich es wirklich verkraftet habe. Du hast schon etwas Pipi in den Augen, um es mal ganz klar zu sagen. Ich bin ein kleiner Heulsuse, aber ich bin auch sehr emotional. Ich blicke jetzt erwartungsvoll in die Zukunft. Wir haben ja richtig geile Sachen geplant. Allein nächste Woche, jetzt am Wochenende, fahren wir
zu zwei bekannten Bodybuildern, die auf jeden Fall kennt man. Und wenn nicht, dann müsst ihr sie kennenlernen. Wir werden zusammen trainieren, wir werden wieder Vlogs bringen, auf jeden Fall. Sicherlich auch interessante Themen ansprechen in Themenvideos. Werden sie aushorchen, ausfragen? Ja, die Geheimnisse im Training, genau. Es wird auf jeden Fall eine richtig spannende Sache. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich werde den Vlog jetzt hier beenden, weil ja, im Prinzip ändert sich nichts. Ich mache das gleiche Training. Das ist interessant. Die Story ist jetzt erzählt, Leute. Ja, Ziel ist es, Muskeln aufzubauen, nicht zu fett zu werden. Und ansonsten halt einfach viele tolle neue Projekte für euch da draußen zu bieten. Ne? Und leben. Leben? Einfach nur leben. Ja. Vielen Dank an euch, treue Zuschauer. Ja. Ich esse jetzt erstmal. Mmh. Tschüssi. Tschüss.